Lohnt sich die SBC von Lucas Hernandez unter einer Minute? Für Hernandez gibst du ein 84er Team, ein 86er Team und ein 87er Team ab. Insgesamt zahlst du 330.000 Coins. Er kann als Innenverteidiger, aber auch als Linksverteidiger spielen und hat die Arbeitsraten mittelhoch. Er hat den Playstyle weiter Pass. Das ermöglicht dir außer Verteidigung sehr gut mit ihm herauszuspielen. Dann hat er den Playstyle Kante. Seine körperliche Überlegenheit auf dem Platz ist nicht zu übersehen. Er hat sogar den Playstyle plus Grätsche und seine Grätschen sind vom Timing perfekt. Was man bei ihm besonders hervorheben muss, sind seine 94 Sprungkraft und 97 Aggressivität. Mit einer Shadowkarte kannst du ihn als Linksverteidiger spielen, aber du kannst ihn auch damit als Innenverteidiger spielen und der ist dort sehr solide, trotz seiner 1,84. Ich habe ihn 17 Spiele lang jetzt getestet und ihr müsst mir sagen, wie ihr ihn findet. Von mir bekommt er eine 8 von 10. Er ist richtig gut, aber ich kann ihn noch nicht so wirklich einschätzen. Und kann es sein, dass wir einen Silent-Patch hatten? Irgendwie bewegen sich meine Spieler in den letzten paar Games seit gestern komischerweise anders.